Hallo, dies ist ein ganz kurzes Video in Vectorworks zum Thema Fenster. Fenster erstellen, Fenster einbauen. Wenn es darum geht, ein 3D-Modell schnell aufzubauen, dann sind Fenster natürlich meistens sehr wichtig. Und deswegen nimmt man auch gerne für Wände wirklich das Wandwerkzeug, weil dann kann man eben Fenstersymbole in diese Wand einsetzen. Die schneiden sich dann ein Loch rein und das Ganze ist also relativ unkompliziert. Und jetzt haben wir hier schon so eine Wand. Die liegt in der Klasse 3D-Wand. Das ist eine Klasse, die ich selbst angelegt habe. Übrigens, dieses Bindestrich-Ding ist ganz praktisch, weil man dann sozusagen eine Art Untermenü bekommt bei den Klassen, was die Sache natürlich sortieren hilft. Also in diesem Fall 3D, vielleicht auch 2D später mal. Also man kann also alles Mögliche machen mit den Bindestrichen. Dann bekommt man hier so eine Untersortierung. Hat jetzt mit dem Thema gar nichts zu tun, will ich an dieser Stelle aber nur kurz erklären. Ja? Okay, also diese Wand ist schon da und jetzt möchte ich gerne in diese Wand ein Fenster einsetzen und das Ganze läuft dann so, ich baue aus irgendwelchen 3D-Teilen, also mit irgendwelchen 3D-Konstruktionen eine Art Fenster. Das wird zu einem Symbol gemacht und dieses Symbol lässt sich dann, wenn ich alles richtig mache, in diese Wand einsetzen. Schauen wir mal, wie das geht. Ich baue also ein sehr einfaches Fenster, es wird nur einen Rahmen geben. Der Rahmen ist 5 cm breit und 10 cm tief und das Fenster hat irgendeine Größe und dann sitzt dazwischen sozusagen noch eine Glasscheibe. Das ist dann alles. Sie werden merken, dass mit diesem Tiefenkörperanlegen-Befehl also so ziemlich jedes Fenster zu machen ist und insofern können Sie sich dann auch selber vorstellen, wie das dann in Ihrem Fall sein müsste. Wie gesagt, jetzt hier, damit es flott geht, nur ein einfaches Fenster. Ich gehe in eine Frontansicht, das ist relativ wichtig, und zeichne jetzt mal ein Rechteck, und zwar ein Rechteck in der Größe, was der späteren Größe des Fensters entspricht, also dem Gesamtöffnungsmaß. Ich gucke, dass ich mich an der Bildschirmebene ausrichte beim Zeichnen. Ich zeichne das mal sozusagen auf der Höhe 0, die Basis zumindest. Und gebe dem jetzt also irgendein Maß. Ich könnte das jetzt mit der Tabulator-Taste hier festlegen, also zum Beispiel 2,50 Meter für die Breite und für die Höhe 1,25 Meter. Und dann habe ich hier so ein Rechteck, was dieses spätere Außenmaß darstellt. So, für den Rahmen, der wie gesagt 5 cm dick sein soll, brauche ich jetzt noch, damit ich daraus einen Tiefenkörper machen kann, der also auch wirklich nur einen Rahmen darstellt, noch ein zweites Rechteck, was dann ein wenig kleiner ist, und zwar insgesamt 10 cm, 5 cm auf jeder Seite, sowohl in X- als auch in Y-Richtung. Am einfachsten geht das mit STRG C und STRG ALT V, dann habe ich also ein zweites Rechteck an der gleichen Stelle. Und in der Infopalette sehe ich jetzt die Maße, die Dimensionen. Hier steht bei Windows plus minus X und plus minus Y. Hier steht Delta X und Delta Y, ist aber das gleiche, also die Gesamtbreite und die Gesamthöhe zurzeit. Wenn ich das skalieren möchte, dann ist es gut, wenn der Mittelpunkt gleich bleibt, denn der Rahmen soll ja auf allen Seiten gleich dick sein. Und jetzt kann ich hier statt 10 cm abzuziehen im Kopf, was ich natürlich jetzt hier auch könnte, kann ich auch minus 0,1 schreiben. Das heißt, ich kann in diesen Feldern auch rechnen, falls es mal krummere Maße sein sollten. Dann ist das eine gute Methode, minus 0,1. Und jetzt habe ich hier also ein zweites Rechteck und kann jetzt diese beiden benutzen, um diesen Tiefenkörper zu erzeugen. Sie sehen, wenn Sie das auswählen, tatsächlich sind zwei Rechtecke, die sind beide an der Bildschirmebene ausgerichtet, liegen zurzeit beide in der Klasse 3D-Wand. Und ich kann jetzt diese beiden Rechtecke, die ja geschlossene Flächen sind, voneinander abziehen, beziehungsweise die Schnittfläche löschen und dann bekomme ich als Rest eine diese Außenfläche sozusagen, die ich dann mit STRG E zu einem Tiefenkörper extrudieren kann. Ja. Und dieses Schneiden, also diese Schnittfläche erzeugen, läuft über Ändern, Schnittfläche löschen. Und tatsächlich ist es jetzt nicht ganz so, also die Schnittfläche wird gar nicht gelöscht, sondern sie bleibt erhalten. Die wird aber rausgetrennt sozusagen, also die Fläche, die beiden Rechtecken gemeinsam ist, wird rausgeschnitten aus beiden Rechtecken und wird sozusagen liegt da jetzt so rum als Kopie. Ich kann aber jetzt zum Beispiel dieses äußere Ding anklicken und jetzt sehe ich in der Infopalette, dass es eine Polylinie geworden ist. Ich habe jetzt also tatsächlich eine geschlossene Fläche sozusagen, durch diese beiden Linien begrenzte Fläche, die jetzt also hervorragend geeignet ist, um mit 3D-Modell Tiefenkörper anlegen, STRG E, das Ganze in die Höhe zu extrudieren, also dem sozusagen eine Tiefe zu geben. Und zwar 0,1, also 10 cm, so dick soll der Rahmen sein. Ich klicke auf OK und dann ist es auch passiert. Ich kann mir das auch im 3D-Fenster anschauen, in der 3D-Ansicht meine ich. Da sehe ich das Ganze und es hat also funktioniert. Es kann passieren beim Zeichnen, dass die Rechtecke, die Sie zeichnen, leer sind. Das heißt, in der Attribute-Palette würde dann hier leer stehen. Dann würde auch dieser Körper leer sein. Das heißt, man würde ihn immer in Drahtgitterdarstellung sehen und nicht so. Sie können das entweder dann so lösen, dass Sie jetzt den Tiefenkörper nachträglich mit einer Solidfüllung versehen oder vorher schon die Rechtecke, wenn Sie darauf achten.
Also falls Ihnen das unterlaufen sollte, dass Sie jetzt also immer eine Drahtgitterdarstellung sehen, obwohl hier schattiert und Kanten ausgewählt ist, liegt es da dran. Ja, okay. Gut, ich gehe nochmal zurück in die Frontansicht. Ich aktiviere das vorher, damit ich auch gleich die richtige Darstellung habe. Und jetzt habe ich ja hier drin noch diese Fläche, die übrig geblieben war. Die kann ich jetzt sehr gut benutzen, um daraus die Glasscheibe zu machen. Steuerung E. Und die soll jetzt mal 1 cm dick sein, also 0,01. Und dann habe ich schon das produziert. Im 3D-Fenster kann ich mir das dann anschauen. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, dann weiß man es schon. Es ist also sozusagen dann immer so, dass das Ausgehen von der Bildschirmebene nach vorne extrudiert wird. Also sitzt das Ding jetzt quasi noch nicht richtig. Na, wo ist es denn überhaupt? Da ist es. Ja, das heißt, also ich habe jetzt hier, was ist das? Ich habe jetzt hier sozusagen rechts hinten oben. Also irgendwo ist das Ganze jetzt bündig und das ist falsch. Ich gucke mir das jetzt von oben an. Ich aktiviere das wieder vorher, damit mir der Ausschnitt nicht davon rauscht. So. Und in der Darstellung 2D-Plan ist es vielleicht sogar noch besser. Kann ich jetzt also sehen, dass dieses Ding nicht richtig liegt. Ich hätte gerne, dass diese Glasscheibe mittig ist. Ich nehme einfach das Verschieben-Werkzeug, das da mit, ohne dass es irgendwie irgendwelche Punkte verzerrt oder so, und ziehe das jetzt eigentlich einfach nur noch dahin und fertig. Ja. So, ich schaue mir das Ganze nochmal in 3D an. Rechts vorne oben. Jetzt sieht das Ganze richtig aus, beziehungsweise mit Schattiert und Kanten. So, ja. Von beiden Seiten. Ups. Das gelingt mir gerade nicht, das Ganze richtig zu drehen. Eigentlich kann man dann hier so ein Drehmittelpunkt anlegen, aber egal, das mache ich jetzt mal nicht. Ich bin jetzt mal zufrieden damit, ich gehe jetzt mal in die Obenansicht wieder. Und jetzt kommt der Punkt, das Ding ist jetzt also fertig gebaut, ist aber natürlich noch kein Fenster im eigentlichen Sinne, das heißt, ich kann das noch nicht in eine Wand einsetzen. Und das mache ich jetzt, ich aktiviere also dieses, was ich da gebastelt habe. Ich sehe in der Infopalette 2 Tiefenkörper, das ist auch genau das, was ich haben wollte. Falls Sie da noch irgendwelche Geraden oder Hilfszeichnungen drin haben sollten, würde das jetzt hier auch angezeigt. Also bitte achten Sie darauf, dass Sie wirklich nur das auswählen, was auch später das Fenster darstellen soll. Und dann gibt es diesen ganz wichtigen Befehl, ändern Symbol anlegen. Und da gibt es jetzt so ein paar Sachen, die Sie beachten sollten. Also erstens, der Name sollte so sein, dass Sie sofort erkennen, dass das Ding von Ihnen ist oder dass es zu einem bestimmten Projekt gehört, weil Fenster heißen natürlich viele Symbole, die also irgendwo vielleicht in einer Vorgabedatei rumliegen. Also deswegen bitte, ich mache das immer mit HS oder ein Projektkürzel und dann Fenster natürlich. Ups. Und dann mache ich noch Folgendes. Ich schreibe immer noch die Breite und die Höhe dahin. Denn auch da kann man dann sozusagen später gut erkennen, was es wahrscheinlich für ein Fenster ist. Der Einfügepunkt ist der Punkt, der dann beim Einsetzen, der Punkt des Fenstersymbols sozusagen, der beim Einsetzen an der Stelle, wo ich hinklicke, platziert wird. Das machen wir gleich. Also wenn ich hier bestätigt habe, kann ich sagen, wo der sein soll. Es empfiehlt sich, der 3D-Mittelpunkt ist keine gute Wahl. Meistens jedenfalls. Maße relativ ist richtig, in Wände einsetzen natürlich, ganz, ganz wichtig, ankreuzen, ja, wenn es nicht angekreuzt ist. Und dann Mittelachse oder Außenkante, das kommt jetzt darauf an. Ich habe in diesem Fall einen Rahmen, der dünner ist oder weniger dick als die Wand, deswegen ist für mich die Mittelachse jetzt besser. Durchbruch mit Abschlüssen ist logisch. Und dann noch eine Sache, die, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, 2D-Objekte auf Bildschirmebene ausrichten. Wenn das angekreuzt ist, ist gut. Wir lassen das jetzt mal so und wichtig ist noch Ablegen in aktiver Klasse. Ich habe im Moment die Klasse 3D-Wand aktiv und da soll es zunächst auch mal abgelegt werden, also die gleiche Klasse, in der sich auch die Wand befindet. Also ganz wichtig war der Name und in Wände einsetzen und der Rest sind kleine Details. Und jetzt kommt hier dieser Kreiscursor, jetzt kann ich also noch den Einfügepunkt angeben. Ich möchte gerne, dass es hier links der Mittelpunkt ist. So, das Fenstersymbol landet hier in der Zubehörpalette. Und damit so eine gewisse Grundordnung herrscht, machen wir Folgendes. Wir legen hier einen neuen Bibliotheksordner an, der Fenster heißen soll. Dann haben Sie wenigstens das ein bisschen besser sortiert in der Zubehörpalette. Sie werden bei einem größeren Projekt oder auch bei einem mittelgroßen Projekt ziemlich schnell ziemlich viel Zubehör haben. Und dann ist eine Sortierung ganz gut. Kann man auch nachträglich machen, aber vorher geht es halt auch. Okay. So, jetzt sollte das Ding eigentlich verschwunden sein. Das ist hier ein Darstellungsfehler gerade. Wenn ich mal kurz in eine andere Darstellung gehe, zum Beispiel in 2D-Plan, ist es weg. Wenn ich jetzt wieder in die Obendarstellung gehe, ist es immer noch weg. Also das war jetzt ein Darstellungsfehler, weil dieses Original-3D-Ding verschwindet in der Standardvoreinstellung, nachdem ich dieses Fenster-Ding da erzeugt habe. So, jetzt habe ich hier die Wand im Grundriss.
und kann jetzt hier aus der Zubehörpalette, aus diesem Fensterordner, dieses Fenster hier auswählen. Das macht man per Doppelklick. Man klickt also doppelt da rein. Jetzt klebt es hier an meinem Mauszeiger und sobald ich auf diese Wand komme, will es sozusagen in der Wand eingesetzt werden. Das ist ja auch genau das, was ich wollte. Das funktioniert aber auch nur, wirklich nur, wenn man jetzt in der Klasse sich befindet oder wenn die Klasse aktiv ist, in der auch diese Wand liegt. Und wenn ich jetzt hier irgendwo hinklicke, dann darf ich es noch hin und her switchen und dann ist es platziert. Ich kann mir das jetzt mal in 3D anschauen. Da ist es. Ja? So, es klebt immer noch an meinem Mauszeiger. Um das loszuwerden, gehe ich mal aufs Auswählen-Werkzeug. So sieht das Ganze aus. Schattiert und Kanten ist entsprechend so. Und das ist auch richtig. Ja? Ist also alles gut. Dieses Orbit-Werkzeug, ups, erlaubt doch eigentlich, dass ich mir da so einen Fixpunkt mache, genau. So, jetzt kann man sich das auch anschauen von allen Seiten. Ja. Also, hat geklappt, Fenster sitzt drin, aber natürlich noch nicht in der richtigen Höhe. Entschuldigung, ich muss das Fenster also auswählen. Diese Symbole werden immer durch so ein umschreibendes Rechteck dargestellt, wenn ich das auswähle. Dann kann ich hier oben in der Infopalette unter Z die Brüstungshöhe einstellen. Nehmen wir mal an, das soll 90 cm sein, dann wäre das 0,9. Und dann hops das Ding nach oben. Also, so geht das mit den Fenstern. Ich kann jetzt Folgendes machen. Ich gehe mal wieder auf die rechts vorne oben, damit das ein bisschen heller ist. Ich kann jetzt jederzeit dieses Symbol bearbeiten. Also ich kann dann hier rechts reinklicken, auf Bearbeiten gehen und kann bestimmte Dinge ändern, wie zum Beispiel bei der 3D-Darstellung irgendetwas. 3D-Darstellung. Ich kann also dann hier auf OK klicken und dann sehe ich dieses Fenster wieder so, wie ich es gebaut habe. Ich sehe meine beiden Tiefenkörper und kann die entsprechend auch verändern. Ich könnte jetzt also zum Beispiel sagen, dass dieser Tiefenkörper nicht 10 cm dick ist, sondern 15 cm. Ja, dann wäre er also in diesem Fall so dick wie die Wand. Ich kann mir das auch von oben angucken. Ich darf also in diesem Bearbeiten-Fenster, was man an diesem gelben Rand erkennt, auch jederzeit die Darstellungsrichtung ändern. Ja, dann müsste ich jetzt hier also auch nochmal schlauerweise diese Glasscheibe verschieben. Ja, das kann man also alles machen und dann verlässt man dieses Symbol und dann wird sozusagen die Modelldarstellung angepasst. Also jedes platzierte Symbol, jedes im Modell eingesetzte Fenster, was diesen Namen trägt, wird dann entsprechend geändert. So, was auch geht, und das ist natürlich ganz wichtig, ja, Sie haben jetzt sozusagen diese Wand, die Wand ist in der Klasse 3D-Wand und Sie haben ein Fenstersymbol, was in diesem Fall auch in der lässt es sich nicht auswählen. Wenn es sich nicht auswählen lässt, manchmal geht es nicht, dann sollten Sie auf Drahtgitterdarstellung gehen, dann geht es meistens. Auch dieses Fenster liegt in der Klasse 3D-Wand und wenn ich dieses Ding nochmal bearbeite, dann ist auch klar, was nicht automatisch so sein muss, dass die beiden Tiefenkörper auch in dieser Klasse 3D-Wand liegen. Ja? Okay, was ich jetzt aber machen kann, ich kann eine neue Klasse anlegen, denn manchmal, also aus vielen Gründen kann es sinnvoll sein, dass die Fensterrahmen und die Fensterscheiben und was der Kuckuck, was noch zu dem Fenster gehört, wie zum Beispiel eine Solbank, nicht in der gleichen Klasse liegen wie die Außenwand, sondern in einer neuen, anderen Klasse. Und deswegen lege ich jetzt mal zwei neue Wände an, die nenne ich 3D-Fensterrahmen. Aber da will ich den Bindestrich haben da vorne, wegen dieser Untermenü-Geschichte, die ich Ihnen eben gesagt habe. Also das reicht, 3D-Fensterrahmen so. Und dann noch eine Klasse, die heißt 3D-Fensterglas. Ja. So, und ich kann jetzt also beide Tiefenkörper der Reihe nach in diese neuen Klassen legen. Also den Tiefenkörper, der den Rahmen darstellt, in die 3D-Klasse Fensterrahmen. So, und die Scheibe. Die muss ich jetzt natürlich auch irgendwie auswählen. So, da habe ich sie aber in die Klasse 3D Fenster Glas. So, Symbol verlassen. Jetzt sehe ich nach wie vor alles. Meine 3D-Wandklasse ist aktiv. Ich kann jetzt mal die Rahmenklasse ausblenden. Da verschwindet mein Fenster, aber nicht die Glasscheibe, wie man sieht. Ja, die Glasscheibe sehe ich also noch und die kann ich jetzt auch ausblenden. Wenn ich da jetzt noch draufklicke, dann ist sie auch ausgeblendet. Sehen Sie? Ich kann also sozusagen jetzt Teile dieser Symbole in ganz verschiedenen Klassen ablegen und kann sie dann entsprechend eben auch ausblenden partiell. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Perspektive haben will, in der ich in das Haus reingucke, kann ich die Glasscheiben ausblenden, dass ich reingucken kann und kann das dann
vielleicht auf andere Weise regeln, dass da noch irgendwas sich spiegelt oder so. Man kann das also für eine Menge Zwecke gebrauchen, unter anderem natürlich, wenn man das Ganze in ein 3D-Programm exportiert, wo er nach Klassen sortiert, die Elemente zusammengefasst werden. Und wenn ich zum Beispiel will, dass alle Glasscheiben zu einem Element zusammengefasst werden, dann ist es schlau, wenn die vorher alle in einer eigenen Klasse liegen, wie jetzt zum Beispiel. Okay, so, noch eine Sache. Wenn ich mir das Ganze im Grundriss darstellen lasse, dann sieht das jetzt gerade so aus. Ich sehe übrigens, dass hier was passiert ist. Ja, das ist also nicht korrekt. Die Wand ist 18 cm dick, der Rahmen ist 15 cm dick, da stimmt also irgendwas nicht. Deswegen gehe ich nochmal in die Zubehörpalette, klicke nochmal mit der rechten Maustaste auf da drauf, mache zunächst mal das Ganze 18 cm dick. Also gehen wir mal davon aus, dass ich jetzt das Fenster so dick haben möchte wie die Wand. Verschiebe nochmal dieses Ding hier, diese Scheibe. Symbol verlassen. Jetzt ist es erst recht hier rausgerutscht. Also mein Fenstersymbol sitzt jetzt außermittig. Und ich nehme mal an, dass es 5 cm sind. Jetzt gibt es die beste Möglichkeit sozusagen, dass man das innerhalb dieses Symbols nochmal verschiebt, das Ganze. Bearbeiten, 3D-Darstellung. Und da muss man nur ein bisschen rumprobieren. Da gibt es natürlich auch eine Logik. Steuerung M. Ich verschiebe jetzt sozusagen beides, und zwar in Y-Richtung, weil ich mich hier in einer 2D-Darstellung befinde. Komma 0,5. Schauen wir mal, was dann passiert. Upp, jetzt rutscht es ein bisschen nach oben. Symbol verlassen. Jetzt ist es so, das ist also auch wieder falsch. Was hatten wir denn vorher? Da hatten wir 10 und 18, nee, so wie es 5, das heißt 3 cm muss ich es jetzt wahrscheinlich zurück verschieben. Steuerung M, dann machen wir mal hier minus 0,03. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Aha, immer noch falsch. Das war ja eben zu weit, also nehme ich mal an, dass es vielleicht jetzt nur 1 cm ist. Noch 1 cm. Sie sehen schon, ich mache das nicht jeden Tag. Aber es ist vielleicht ganz gut, dann sehen Sie gleich, was bei Ihnen auch passieren kann. Jetzt passt es. Ja? Okay. Also, Sie können sozusagen durch dieses Bearbeiten allerhand machen. Also es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man machen kann. Bearbeiten, 2D-Darstellung. Da kann man jetzt noch eine eigenständige 2D-Darstellung speichern. Das heißt, etwas, was man im Grundriss sieht. Wir haben ja jetzt hier die Grundrissdarstellung, 2D-Plan. Und wir sehen sozusagen eine geschnittene Darstellung unseres 3D-Bereichs. Ich kann das jetzt aber auch vereinfachen. Ich kann jetzt sozusagen dieses Ding hier mal kurz... Moment, das machen wir jetzt so. Ich gehe auf Bearbeiten, 3D-Darstellung, kopiere mir das Ganze, gehe da wieder raus. Bearbeite jetzt die 2D-Darstellung, setze das Ganze am Ort ein, Steuerung Alt V. Jetzt habe ich hier zwei Tiefenkörper, die ich aber nicht gerne haben möchte. Ich wandle das Ganze jetzt um in Geraden. Ja. Nur sichtbare Kanten sollen in Geraden umgewandelt werden. Das heißt, ich habe also jetzt gleich nur noch eine Gruppe, die kann ich jetzt auflösen. Das war jetzt eigentlich auch falsch. Ich mache das nochmal anders. Ändern, Objekte umwandeln, Duplikat in Geraden umwandeln, alle Kanten. So, jetzt habe ich dies hier. Das ist jetzt eine Gruppe geworden aus Geraden. Die kann ich auflösen mit Steuerung K. Na, komm schon. Kopierung auflösen. Doch nicht mit Steuerung K, sondern anders. Und ich kann jetzt zum Beispiel hier ein paar Sachen löschen. Ich kann zum Beispiel diese Linie hier löschen. Also erstens haben Sie nur noch Linien. Gerne auch doppelt übrigens. Und kann diese Linie jetzt in die Mitte schieben. Na, jetzt aber. So, jetzt habe ich es geschafft. Ich habe jetzt 20 Geraden, das ist ein bisschen viel.
Da gibt es einen Befehl, der heißt aufräumen. Nein, da war es nicht. Dateiinfo, Informationen, identische Objekte. Und die kann man jetzt alle anklicken und löschen. Ah. Für alle, ja, und weg damit. Okay. So, jetzt dürfte ich also nur noch deutlich weniger haben. Ich habe jetzt 11 Geraden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann sind die wahrscheinlich auch noch da. 8, 9, 10, 11. Also ich habe jetzt sozusagen das Minimum an Geraden, was ich hier habe. Und das ist jetzt meine 2D-Darstellung. Ich habe also sozusagen aus der 3D-Darstellung meine 3D-Körper in die 2D-Darstellung reingekopiert mit Steuerung C und Steuerung Alt V. Habe das Ganze mit dem Befehl ändern, Objekte umwandeln in Geraden umwandeln. Dann habe ich die Option alle umwandeln. Dann habe ich einen Teil gelöscht, einen Teil verschoben. Das Ganze, um es einfacher zu machen, wohl bemerkt, die Grundrissdarstellung. Und habe dann noch mit Extras suchen und, nein, Dateiinfo, Entschuldigung, anzeigen identische Objekte. Dann werden mir alle identischen Objekte hier aufgelistet. Das heißt, alle, die doppelt sind, habe die ausgewählt und mit dem Befehl löschen ausgelöscht. Ja? So, und jetzt bin ich also sozusagen fertig. Ich habe jetzt also für die 2D-Darstellung jetzt auch was. Ich habe also jetzt sozusagen eine Variante für die Grundrissdarstellung und eine Variante für die 3D-Darstellung. Das heißt, da habe ich also immer noch meinen Rahmen mit dem Fenster. Das ist alles schön 3D, sitzt schön fassadenbündig und in der Grundrissdarstellung habe ich jetzt eine vereinfachte Darstellung. Das ist ein weiterer Vorteil dieser Symbolfunktionalität. Also nicht nur, dass ich ganz viele Duplikate oder, wie soll ich sagen, Instanzen oder Kopien eines Symbols auf meiner Fassade verteilen kann oder in meinem Grundriss. Ich kann auch dafür sorgen, dass es im Grundriss anders aussieht als in allen anderen Darstellungen, also in allen Seitenansichten, in allen Axonometrien und in allen Perspektiven. Okay, ich habe Ihnen also gezeigt, wie man ein Fenster baut. Ich habe Ihnen erzählt, wie man ein 3D-Objekt in ein solches Fenstersymbol umwandelt. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie das in die Brüstungshöhe eingeben können. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie Teile dieses Fenstersymbols in eigene Klassen ablegen können. Ich habe Ihnen auch gezeigt, wie Sie eine gesonderte 2D-Darstellung erzeugen können. Das ging immer über Rechtsklick, Bearbeiten, 3D-Darstellung, 2D-Darstellung. Ich habe mir die 3D-Darstellung in die 2D-Darstellung einkopiert, habe die dann in Geraden umgewandelt, also in eine 2D-Darstellung, habe dann die überflüssigen Geraden gelöscht und jetzt habe ich also beides, was ich habe, wie ich es haben will. Das war's. Ich hoffe, es hat Ihnen geholfen. Denken Sie daran, Sie haben ja die Pause-Taste, wenn ich zu schnell rede. Gucken Sie sich einfach jeden Schritt für sich genommen an. Das ist der Standardweg, ein Fenster zu erzeugen. Und Sie haben, glaube ich, auch verstanden, dass Sie dieses einfache Fenster jetzt jederzeit erweitern können im Detail, indem Sie einfach hier drauf gehen und das sozusagen nachbearbeiten. Also, ich hoffe, Sie haben viel Spaß beim Nachmachen dieses Ganzen und tschüss, bis zum nächsten Mal.